sich gezeigt, dass hier kein Fahrer aus eigener Kraft wird gewinnen können. Alles wird abhängen von der Taktik, von den Windschattenspielchen und von all diesen Dingen, die eben auf einer Hochgeschwindigkeitspiste von Bedeutung sind. Das beginnt beim Tiefersetzen des Heckflügels, Sie werden das später noch sehen, und das hört auf bei kurzen Frontschnauzen und eingekürzten Frontspoilern. Die Avus hat ihre eigenen Gesetze und die Startaufstellung signalisiert dies bereits mit Otto Rensing und Michael Schumacher, die beiden schnellsten vorn. Dann der Überraschungsmann der Saison, Klaus Panschirz, und Ellen Lohr wieder dabei. Sie kennen die junge Dame aus Mönchengladbach inzwischen und ihre Kampfstärke. Jörg Müller, Ralf Kellners, Peter Zarkowski, Wolfgang Kaufmann, der Tabellenführer, Peter Scheer aus der Schweiz als bestes B-Auto vor dem Österreicher Franz Binder, dann der junge Marc Hessel aus Bonn und der Brasilianer Eduard Neto, Frank Krämer aus Neckarsulm, Oliver Schmidt aus Künzelsau, Marco Werner aus Dortmund, der Dänis Svend Hansen, der Österreicher Neuhauser. Und es beginnt, während hier die Startaufstellung weiter durchläuft, die sogenannte Aufwärmrunde. Es wird also jetzt ernst. Das ist das Feld. Die restlichen Platzierungen entnehmen Sie bitte dem Durchlauf. René Wartmann, der Schweizer, beschließt dieses Feld mit der Startnummer 51. Wir haben 23 Starter insgesamt. Mit einer völlig offenen Ausgangslage. Es ist gerade hier in Berlin auf dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke wahnsinnig schwer zu prognostizieren, wer wird, wer kann. Alles ist offen, man kann sogar aus der 10. Reihe heraus noch gewinnen, wenn man einen guten Windschatten bekommt. Wegfahren wird keiner können alleine, es sei denn, hinter ihm reißt es ab, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird es einen riesigen Flug an der Spitze. Davos knapp 5 Kilometer lang, nachdem man im letzten Jahr verkürzt hat. Die Länge lag bei 8 Kilometern, aber das war dann doch nicht sehr in beiden langen Geraden. Hat dann eingekürzt, hier die Spitzkehre, die im ersten Gang gefahren wird, in der Formel 3. Da muss man den Bremspunkt richtig erwischen, muss exakt und rechtzeitig herunterschalten. Wer hier zu schnell ist, für den gibt es nur noch den Notausgang. Man wird wieder voll, hinauf beschleunigt. Die Spitze liegt hier auf beiden Geraden für die Formel 3 etwa bei 270 Stundenkilometer. Die Tourenwagen morgen fahren knapp 300. Leistung der Autos um 170 PS, 170, 175, 2 Liter Hubraum, Großserienaggregate. Ein Rennauto kostet einsatzfertig um die 130.000 D-Mark. Führende Marken Ralt, Reynard, Dallara. 13 Kameras begleiten das Rennen rund um die Strecke. Sie sehen jeweils hier aufgezeigt, mit Gelb unterlegt, wo gerade die Spitze fährt. Das ist die Schikane, nicht von Pappe. Da muss man höllisch aufpassen. Es geht im dritten Gang durch diese Schikane durch. Und auch hier gilt, wer hängen bleibt, wer touchiert, hat ganz schlechte Karten. Danach kommt die berühmte Nordkehre. Inzwischen längst eingeebnet, nicht mehr überhöht, keine Steilwand mehr. Trotzdem nicht ohne Tücken, auch diese Kurve. An dieser Stelle beispielsweise werden die Autos ganz leicht und da hat man alle Hände voll zu tun, um sie auf der Fahrbahn zu halten. Und jetzt geht es in die Nordkurve hinein. Wir fahren 21 Runden. Der Rundenrekord von Frank Krämer im letzten Jahr fixiert. Jener Frank Krämer, der diesmal nur im Mittelfeld steht. Und der Vorjahressieger heißt Karl Wendlinger, der inzwischen längst bei den Sportwagen als Mercedes Junior Karriere macht. Und in der Formel 3000 sein Debüt, wie zwei weitere Deutsche, Michael Bartels und Heinz-Harald Frenzen, in Donington hatte. An die Box rollt mit der Startnummer 2 und das bedeutet, dass er als letzter losfahren wird. Wolfgang Kaufmann, der Tabellenführer. Das ist natürlich hochdramatisch. Kaufmann, der Tabellenführer, nicht in seiner Startposition. Da kann er auch gar nichts mehr dran ändern. Er muss jetzt aus der Box starten, als letzter losfahren. Hat ein Problem erkannt, offenbar in der Aufwärmrunde. Da sehen Sie es.
Da haben sie es, Mechaniker springen sofort hin aus dem Schübel-Team. Der Opel-Werksfahrer, der die Tabelle anführt. Das geht ja schon gut los. Da wird der Otto Rensing sich eins grinsen und wird sagen, gut für mich. Denn er ist der in der Verfolgerrolle in der Punkttabelle. Offensichtlich ein Problem mit den Zündkerzen. Start. So, und jetzt heißt es Daumen drücken, liebe Zuschauer, dass das gut geht an der ersten Ecke. Das ist der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Wenn da einer jetzt nicht aufpasst, dann wird es verdammt eng für alle. Breit gefächert geht es hinauf und da sind sie zu fünf nebeneinander. Das schauen Sie sich mal an. Boah. Aber jetzt, wer bremst am rechten Punkt? Und da müssen die Nachfolgenden aufpassen. Wer sich jetzt vertut, löst unter Umständen eine riesige Karambolage aus. Rensing, wie er schon das Auto mit Ach und Krach unter Kontrolle halten kann. Und da geht's los. Da sind sie schon ineinander gefahren. Alan Lohr war mit verwickelt. Nur eine leichte Touchierung zwar, aber das wird wahrscheinlich schon erste Boxenstopps nach Runde 1 uns bescheren. Es ging aber erstaunlich gut, da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Mit sehr viel Rücksichtnahme gegenseitig und Disziplin ging dieser erste Engpass relativ gut über. So die Schikane. Da verbremst sich Marc Hessel offensichtlich, aber hat das noch gut im Griff. War aber ganz knapp. Auch hier alle gut durchgekommen. So, jetzt können wir das erste Mal durchatmen. Die erste Runde, das Schlimmste ist schon mal überstanden. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es ausschaut. Rensing führt, orangefarbenes Auto. Jörg Müller an zweiter Position. Der ONS-Nachwuchs-Junior. Der andere, Kollege Rabe, der zweite ONS-Junior, hat das Auto heute Morgen im Training ordentlich zusammengestaucht. Da hat man mit Mühe und Not repariert. Und er fährt im Mittelfeld jetzt los. Und jetzt wird wieder auseinandergefächert. Man verlässt den Windschatten, um sich seine Bremspunkte zu suchen. Und Müller übernimmt die Führung. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Dieser Müller schon in Hockenheim, lange in Führung gegen Rensing, der sich jetzt erneut durchsetzt in der Bremszone. Da waren sich wieder zwei nicht ganz einig in der Spitzkehre. Wenn Sie sich ans letzte Jahr erinnern, liebe Zuschauer, da hatten wir einen Mann im Feld, der startete an 14. Position und der gewann in der letzten Runde. Das war Karl Wendlinger mit dem gelben Ralt. Er hatte als einziger den Heckflügel ganz tief abgesenkt, um möglichst wenig Abtrieb zu haben, damit es flott dahin geht. Und sehen Sie mal, wo der Rensing jetzt seinen Heckflügel hat, auch ganz unten. Und auch die meisten anderen Verfolger haben die Heckflügel ganz, ganz weit abgesetzt. Ich habe gerade eben gesagt, um weniger Abtrieb zu haben, Abtrieb ist das Aufpressen des Fahrzeugs auf den Boden, um eine bessere Straßenlage zu erzielen. Das braucht man aber hauptsächlich auf kurvenreichen Strecken, wie zum Beispiel am Nürburgring oder auf den Flugplätzen. Hier in Berlin muss es ohne große aerodynamische Hilfen schnell vorwärts gehen. Und viele haben auch ihre Radkästen vergleitet, beziehungsweise die Räder noch mit einer zusätzlichen Radkappe zugedeckt, damit auch da sich ja keine Luft fängt. Es geht in erster Linie um wenig Luftwiderstand. Und dagegen das Gegenteil vom Abtrieb ist der Auftrieb und den mag natürlich nur gar niemand. Dann steigt das Auto nämlich auf wie ein startender Düsenjäger und deswegen ist man immer daran interessiert, irgendwo die Straßenlage so auszubalancieren, dass das alles harmoniert und gut passt. Und hier, wie gesagt, ist kein Abtrieb in diesem Sinne gefragt, sondern etwas so mittendrin, was am wenigsten Luftwiderstand bringt. Alles ein Geheimnis des CW-Wertes der Luftströmungen. Schumacher fährt die schnellste Runde inzwischen. Jeder hat da so sein Geheimrezept auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke wie Berlin.
kaum einer, der den Flügel hochgestellt hat. Rensing setzt sich leicht ab. Der VW-Werksfahrer vor ONS-Junior Müller, vor Klaus Panschirz mit der 17 hier im Bild und Marc Hessel. Erkennen Sie an der leuchtend gelben Schnauze, und da kommt Ellen Lohr, befreit sich aus der Umklammerung einiger Gegner und versucht Anschluss zu finden an die Spitze. Die VW-Werksfahrer-Kollegin von Otto Rensing. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Rennen hat VW hier die Oberhand. Ja, da war eine kleine Rauferei im Gange. Da hat VW jetzt wieder die Oberhand auf dieser Strecke hier in Berlin. Nach großen Opel-Erfolgen, zwei an der Zahl in der laufenden Saison, sieht es hier nach einer deutlichen VW-Dominanz aus. Man fährt noch mit dem Zwei-Ventil-Motor aus dem Golf GTI. Bei Opel ist man schon bei 16 Ventile angelangt, also 4-Ventil-Maschine aus dem Kadett GSI. Aber auch VW experimentiert mit einem 4-Ventil-Motor. Da hat sich Müller fast verbremst. Und in der zweiten Saisonhälfte wird dieses neue Triebwerk dann auch als neue Geheimwaffe gegen Opel zum Einsatz kommen. Es gibt schon einen 4-Ventiler im Feld von VW auf Privatinitiative, aber das funktioniert bisher noch nicht. Positionswechsel, es ist Panschirz nach vorn gegangen und auch Schumacher hat sich verbessern können und fährt jetzt im Windschatten der absoluten Spitze an dritter Position. So, da haben wir ein Auto aus der B-Wertung an der Box gehabt. Das war Franz Binder aus Österreich, der bisher sehr gut ausgesehen hat, aber der jetzt, wie gesagt, durch seinen Boxenstopp erheblich verliert. Hinter Rensing tobt der Kampf, wie zu sehen, und Hessel, da verbremst er sich. Oh, das war eine heiße Geschichte. Da hat er Glück gehabt, dass keiner im Wege stand. Das war etwas so wie Stuck und Cecotto am Nürburgring. Wenn da einer schon abgebogen wäre, hätte er genau getroffen. Hält sich gut, der Marc Hessel. Und weit vorne auch ein Auto aus der B-Gruppe, Peter Scheer aus der Schweiz. Das sind die Startnummern über 52 Autos, die in die vergangene Zeit gehören, nämlich ab Baujahr 89 abwärts. Zwischenklassement nach vier Runden, Rensing, Panschirz, Schumacher, Jörg Müller, der Positionen verloren hat, anfangs kurz führte, Marc Hessel und der erwähnte Schweizer Peter Scheer als bester Mann der sogenannten B-Wertung. Ellen Lohr war gerade zu sehen als Siebte. Also bis hin zum achten Platz fahren alle VW-Triebwerke und der erste Opel-Treibsatz erscheint mit Marco Werner auf dem neunten Rang. Und unser Tabellenführer Kaufmann ist nicht mehr in der Wertung, er ist letzter und hat, wie gesagt, die Boxen auch noch gar nicht oder nur mit Verzögerung verlassen. Da gibt es nichts mehr für ihn zu tun. Also Rensing hat es im Moment ganz gemütlich, aber er muss aufpassen, denn im Windschatten können sich die Verfolger ganz schnell wieder heranziehen. Das ist eigentlich gar nicht gut, wenn man alleine fährt, denn schnell sind die anderen wieder da. Muss einen guten Motor erwischt haben aus dem Sortiment des VW-Werksteams. Ein japanischer Gast ist auch im Feld, Sadafumi Nakajima, fährt einen Euphra VW, Siebter der japanischen Meisterschaft im vergangenen Jahr, ist für ein oder zweimal Gast in diesem Feld, spielt aber keine entscheidende Rolle. An 14. Position. Ellen Lohr, Peter Zarkowski. Die Nähe von Peter Zarkowski wird Ellen Lohr wieder zu denken geben. Sie
mögen sich an Zolder erinnern. Rensing fällt. Schumacher, der neue Führungsmann, Otto Rensing, Box. Der bislang führende, locker führende Otto Rensing kommt an die Box und die ganze Partie ist wieder völlig offen. Und das bedeutet, unsere beiden Tabellenführer, sowohl Kaufmann wie auch Rensing, werden heute leer ausgehen. Keine Punkte. Panschirz hat im Moment die besten Karten aufzuschließen zur Spitze, fährt an vierter Position und könnte heute kräftig punkten. Und da ist der Pechvogel des bisherigen Saisonverlaufs, Michael Schumacher, in Front gegangen. Und er hat das eigentlich jetzt wirklich verdient, mal so einen Sieg einzufahren, denn bei ihm ging so ziemlich alles daneben, was daneben gehen kann. Und dabei war er der hochgehandelte Titelfavorit. Mal gucken, ob er das jetzt durchsteht, ob es jetzt funktioniert. Zolder Ausfall, nachdem er einen Ausrutscher hatte. Dann Hockenheim, die Geschichte mit dem lockeren Rad. Dann Nürburgring, aus der letzten Reihe losgefahren, vorgekämpft bis zum fünften Rang und dann war Endstation. Ein Sieg fehlte bisher. Jetzt hat er es in der Hand. Und Marc Hessel ist gut. Der junge Bonner, der auf sich allein gestellt ist, ein privates Team unterhält, von seinem Vater betreut und gemanagt. Hans Hessel, früher deutscher Rundstreckenmeister auf Alfa Romeo. Viele rennfahrende Väter, die ihre Söhne in der Formel 3 betreuen. So auch Hans Hessel seinen Sohn Marc. Das Auto mit der schwarzen Lackierung, der gelben Schnauze. Nur durch Rensings Ausfall kann natürlich jetzt noch jeder gewinnen, der so auf den Plätzen 1 bis 8 fährt. Das geht hin bis Marco Werner etwa auf dem 7. Rang. So, Attacke Müller mit Hessel im Windschatten und übernimmt die Führung. Und der Hessel treibt da um. Müller geht nach vorne. Da haben sie den Müller abgezwickt. Nicht den Müller, pardon, den Schumacher. Und da hat Hessel die zweite Position übernommen. Aber das kann sich auch wieder rasch ändern. Aus dem Windschatten heraus ist hier fast alles möglich. Ich muss sagen, ich wundere mich immer wieder über Jörg Müller. Wo nimmt dieser Mann mit gerade mal 21 Jahren Nerven her? Otto Rensing, der hier resigniert den Helm absetzt und weiß, das war eine Null heute. Und das wird auch eng in der Punktkarte. Der Mann aus Grevenbroich enttäuscht. Ja, ich frage mich halt immer, wo nimmt dieser Jörg Müller, dieser junge Bursch, die Nerven her? Schumacher, auch ein junger Mann, fährt aber schon im zweiten Jahr. Trotzfrech geht er immer wieder an die ran, die da schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Er fährt völlig unbekümmert drauf los. Hatte natürlich auch wieder seinen obligaten Trainingscrash heute, aber es war nicht schlimm. Ein Mann, von dem man noch sehr viel hören wird. Und wenn ich den Chefredakteur, den stellvertretenden Chefredakteur Norbert Haug von Automotoren Sport mal zitieren darf, der sagt, das ist ein Mann, von dem wir in den nächsten Jahren noch viel, viel hören werden. Das trifft auch auf Schumacher zu, aber Müller, vielleicht die Figur des Jahres, der Stunde, wer weiß das schon. Was er halt noch lernen muss, beständiger zu werden, Rennen durchzustehen ohne Fehler. Hockenheim war schon ein guter Anfang. Aber hier wird er natürlich geprüft in dieser Windschattenschlacht und da gehören gute Nerven dazu. Bei den meisten, die da vorne fahren, ob Müller, Schumacher, Hessel oder Panschirz, auch Alan Lohr und Peter Zarkowski, trifft zu die klassische Karrierekart Formel Ford 1600, zwischengeschaltet da und dort Opel Lotus Challenge und dann Formel 3. Und dann schlägt die Stunde der Wahrheit. Wer es hier innerhalb 2 Jahren nicht packt, oder innerhalb von 3 Jahren maximal, der hat es eigentlich schon hinter sich, was die ganz große Karriere hat, in Richtung Formel 1. Und die ersten 9 Positionen liegen sage und schreibe nur rund 3 Sekunden auseinander oder beieinander, wie Sie wollen. Alan Lohr fährt sich in eine gute Position. Schauen Sie das Auto mit der weißen Schnauze und der gelb abgesetzten Lackierung und roter Helm, das ist Alan Lohr. Da droht Gefahr für alle Spitzenreiter, da sehen Sie sie links im Bild mit der Startnummer 8.
Sie hat hier auf der Arvus schon einmal vor 5 Jahren die gesamte Männerwelt erschreckt, indem sie den Formel Ford 1600-Lauf gewonnen hat im Schlussspurt. Was war genau los? Ich hatte beim Anbremsen unten, also beim Rausbeschleunigen aus der Spitzgäre unten, plötzlich Motorenaussetzer. Wahrscheinlich ist an der Zündung der Zündfinger an der Motronik gebrochen oder an der Zündspule der Zündfinger gebrochen. Das gleiche Problem, was ich beim letzten Rennen am Nürburgring hatte, was man festgestellt haben, ist jetzt hier leider wieder passiert, bei den Führungen liegen. Mit dem Führung hat das gar nichts zu tun. Das sah nämlich am Anfang so aus. Nee, das ist jetzt ein ganz normaler mechanischer Fehler, der also nicht vorkommen sollte, aber vorkommt scheinbar. Schade. Ja, ich wollte nur der Christa nicht ins Wort fallen, aber Sie haben das verfolgen können. Peter Zarkowski ist stehen geblieben, in der Spitzkehre möglicherweise angerempelt. Auch Jörg Müller hat einen Fehler gemacht, kurzzeitig, aber hat sich schon wieder erneut nach vorn geschoben oder geschossen, wie Sie wollen. Und da ist Alan Lohr plötzlich. So, jetzt geht's los. Und bei Müller hängt ein Teil zur Seite, da hat er eine Feindberührung gehabt. Das wird nicht lange gut gehen. Alan Lohr in Siegposition, liebe Zuschauer. Ja, wo gibt's denn sowas? Jetzt geht's aber los. Jetzt schauen wir uns nochmal die Zeitlupe vom Unfall von Peter Zarkowski an, um dann nochmal genau zu sehen, was passiert ist, während hier die Spitze mit Müller, mit Schumacher und Alan Lohr vorbeikommt. Aha, Zarkowski verbremst sich, schlägt bei Hessel ein. Jawohl. Also Zarkowski gegen Hessel und Jörg Müller war auch mit jemand aneinander. Da sehen Sie es rechts außen. Und jetzt die große Frage, was macht Alan Lohr? Die Mönchengladbacherin. Sie ist in einer verdammt guten Position. So, Schumacher dürfte jetzt die beste Linie haben für die Spitzkehre. So ist es. Alan Lohr zweite. Hessel, trotz der Rempelei mit Zarkowski, noch an dritter Position. Hat das Auto glücklicherweise wohl keinen Schaden genommen, aber bei Müller ist was nicht in Ordnung. Da hängt offensichtlich irgendein Teil der Seitenverkleidung weg. Wir haben das nicht genau sehen können. Fällt auch zurück an die vierte Position. Alan Lohr kommt, kontert. Ja, und jetzt führt sie. Die erste Führung von Alan Lohr in diesem Rennen. Ich habe Ihnen da nicht zu viel versprochen, liebe Zuschauer. Und bei Müller löst sich das halbe Auto auf, habe ich gerade ebenso im Bild gesehen. Der wird an die Box müssen. Das ist vorbei für Jörg Müller. Da, sehen Sie es links, wie das wackelt an dem Auto. Das geht nicht gut, da wird er an die Box müssen. Das kann er nicht so durchstehen. Da verändert sich auch die Aerodynamik am Auto. Sowieso, außerdem ist es gefährlich, wenn das Teil davonfliegt und andere trifft. Sehen Sie, da wackelt was rechts bei Müller. Da kann man es genau sehen. Fällt auch immer weiter zurück, wird immer langsamer. Marco Werner greift da schon an. Und mit im Windschatten drin auch die 17 Panschirts, der einige Positionen verloren hatte. Ja, was hat sich da gelöst? Schwer zu sagen, schwer zu erkennen. Denn sie saugen ihn förmlich auf, den Jörg Müller. Jetzt fährt der nächste vorbei. Und noch einer, Marco Werner auch noch. Oh ja. So einer rollt links aus. Schien mir ein gelbes Auto gewesen zu sein, ja, könnte Marco Werner sein. Was immer der Grund dafür ist, Marco Werner wird ausscheiden. Lag an fünfter Position, schade drum. Alan Lohr verteidigt ihre Führung gegen einen Mann wie Schumacher, das muss man sich vorstellen. Unglaublich. Und Marc Hessel, ähnlich wie in Zolder mit einer bravourösen Leistung bisher, Kontakt zur Spitze, Siegchancen sogar. Ich meine, dass bei Müller das irgendein Teil der Motorverkleidung ist, das da hochgegangen ist. Der Abdeckung vom Motor, so würde ich das im Moment mal sehen. Drei Runden jetzt noch, drei Runden. Schumacher führt. Jetzt werden Sie mal sehen, wie im Windschatten Lohr, Panschirts und Hessel den Schumacher ganz schnell wieder einholen. Der hatte hier mal gerade 10 Meter Vorsprung, die werden gleich wieder weg sein. Da schauen Sie her, schon ist alles wieder aufgearbeitet und sogar die Möglichkeit für Alan Lohr in Führung zu gehen. Und zwar mit Panschirts im Schlepptau. Und da ist es schon passiert. Schumacher nur noch Dritter. Das ist der Windschatten, den ich ansprach. Der verändert alles. Das ist eine Lotterie in der Schlussphase.
4 Siegfahrer noch. 3 Siegfahrer, eine Siegfahrerin. Das wäre die absolute Sensation, wenn Ellen Lohr hier in Berlin gewinnt. Die Berliner ohnehin ein wahnsinnig begeistertes Publikum, die werden von den Sitzen springen. Bislang ein absolut faires Rennen, in jeder Phase eigentlich. Keine Bösartigkeiten, keine Ruppigkeiten, keine Fouls. Man muss sich hier auch arrangieren. Auf dieser Strecke kann man sich Fehltritte wirklich nicht erlauben. Nächstes Jahr übrigens werden die Formel-3-Rennwagen mit deutlich geringerer Lärmentwicklung fahren. Man geht auf 98 vorn, um auch der Umwelt ein bisschen zu helfen und Genüge zu tun. Und angestrebt wird auch hier die Katalysatorregelung, wie sie schon in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft eingeführt ist, zwingend. Da, wenn die Ellen Lohr hier gewinnen würde, dann wird sich auch einer der sehr persönlichen Sponsors sehr freuen, Norbert Haug, der Mann von Automotoren Sport, der immer schon gesagt hat, mit der Ellen können wir uns auch identifizieren, der einen Jörg Müller im Feld hat und da gerät sich Hessel mit Panschertz in die Wolle und da profitiert Ellen Lohr davon und auch Schumacher und das war eine Vorentscheidung. Das war eine Vorentscheidung. Da waren sich die beiden nicht einig. Und das Ganze in der vorletzten Runde. Da könnte unter Umständen jetzt sogar Schumacher das bessere Ende für sich behalten. Ist in einer guten Position. Hier kommt nochmal die Wiederholung. Ellen Lohr vorn, Schumacher auch noch okay. Und das sehen Sie, Panschertz, das helle Auto mit Hessel aneinander geraten. Es hebt Panschertz kurz aus. Und das bedeutet Zeitverlust und wahrscheinlich die Entscheidung, dass das Rennen für die beiden schon verloren ist. Ich glaube nicht, dass es noch geht. Müsste ein Wunder geschehen. Die letzte Runde dürfte jetzt beginnen. Das passiert jetzt, wenn Sie hier herauskommen. Dann kommt etwas später der Zielstrich. Letzte Runde. Schumacher versucht nach vorn zu gehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt fahren Sie fast nebeneinander. Keiner will führen. Schauen Sie sich das an. Da will niemand alleine in Führung gehen. Oh, jetzt hat die Ellen Lohr führen müssen, muss man sagen. Schumacher hat sie gezwungen, die Führung zu übernehmen. Hessel weit zurück mit der gelben Schnauze. Jetzt wollen wir sehen, wie sie sich auseinander dividieren. Die letzte Runde. Alles geht über den Windschatten jetzt. So, ein Überrundeter, das geht noch gut. Schumacher in guter Position dort oben. Da wird er vielleicht die Führung übernehmen. Das könnte eine Chance für Ellen Lohr sein. Ich könnte nämlich vor der Schikane sich nochmal reinbremsen. Aber das wird dann ein Harakiri-Stück. So, jetzt aufgepasst. Die letzte Möglichkeit für Ellen Lohr vor der Schikane. Und sie probiert es und Schumacher sperrt zu. Oh. Jetzt wehrt er sich natürlich. Ich glaube, jetzt hat sie verloren. Und da dreht sie sich. Da war sie weg und verliert noch gegen Panschertz. Panschertz vorbei. Kleiner Fehler. Schade drum, aber sie war so nah dran. So nah dran. Keine sehr gelungene Nummer von Schumacher, aber was passiert nicht alles in einer Schlussphase eines Rennens? Da wehrt sich jeder seiner Haut und da zieht man auch schon mal alle Register. Und das bringt ihm einen riesigen Vorsprung jetzt. Das ist der Sieg, der erste Saisonsieg für Michael Schumacher, der wirklich alle Register gezogen hat, tief in die Trickkiste hineingriff und Ellen Lohr mit dieser Zickzack-Aktion mächtig erschreckte, fast gegen die Leitschiene drückte. Wir haben das zumindest von hier aus so sehen können. Und Klaus Panschertz hat von dieser ganzen Aktion profitiert, hat die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und wird Zweiter mit knappem Rückstand von 1,3 Sekunden. Und das bedeutet, hier sehen Sie es, Endstand nach dem vierten Rennen. Otto Rensing, schade, dass Sie ausgefallen sind.
Wir haben uns ja schon mal kurz unterhalten drüber während des Rennens. Was anderes allgemein zur Formel 3. Warum fristet eigentlich die Formel 3 mehr oder weniger so ein Schattendasein, wobei doch die Rennen sehr attraktiv sind? Die Rennen sind sehr attraktiv, glaube ich, kann jeder mittlerweile bestätigen. Wobei ich auch glaube zu sagen oder sagen zu können, dass dieses Schattendasein jetzt so langsam aufhört, eben durch diese Übertragung, die also jetzt permanent läuft. Sie war eigentlich in so einem Schattendasein, beziehungsweise sie ist insofern noch darin, als dass ich glaube, dass irgendwo so ein kleiner Bernie Ecclestone in dieser Szene fehlen könnte, um die ganze Sache in die Hand zu nehmen und das irgendwo besser noch zu leiten und zu vermarkten. Ja genau, es fehlt also jemand, der alle Fäden, bei dem alle Fäden zusammen laufen. Ja, das ist richtig. Ich meine, man gibt sich da Mühe. Es gibt also eine Formel-3-Vereinigung, in denen sich die Teamchefs der führenden Teams zusammengetan haben. Aber es kann irgendwo nicht die Aufgabe letztlich dieser Leute sein, so professionell arbeiten zu können, wie zum Beispiel jemand, der also nur mit den Medien zusammenarbeitet und eben sich um eine Vermarktung kümmert. Was auch auffallend ist, es gibt eine ganze Menge wirklich guter Formel-3-Fahrer. Formel-3-Fahrer, die jungen Fahrer werden auch gefördert von dieser ONS-Förderung. Aber wie sieht denn die Förderung weiter aus? Was auch auffallend ist, es geht nicht weiter, fehlt da die Förderung. Jeder schreit nach einem Formel-1-Fahrer, aber wie sollen Formel-1-Fahrer kommen, wenn danach nicht gefördert wird? Ja gut, das ist eine gute Frage, die geht auch ganz besonders mich, glaube ich, an. Ich meine, gefördert wird schon, also die ONS macht den ersten Schritt, es gibt mittlerweile Werke, siehe Volkswagen, wo ich fahre, letztlich ist das auch eine Art Förderungsmaßnahme, es gibt Mercedes, es gibt überall jetzt mehr und mehr Förderungsmaßnahmen von Zigarettenkonzernen und. Aber die werden meiner Meinung nach so ein bisschen halbherzig oder kurzsichtig geführt, weil es eben nicht weitergeht. Es wird in der Formel 3 gefördert, danach kommt die Formel 3000 und dann kommt die Formel 1. So, die Formel 3000 ist eigentlich der schwierigste Schritt überhaupt. Ich weiß nicht, ob jemand weiß von den Zuschauern im Moment auf Anhieb, was die Formel 3000 ist. Das ist die alte Formel 2 und da muss man heute durch. Nur der Schritt ist rein finanziell sehr groß und auch eben vom Aufwand sehr groß. Und da müsste eigentlich die Hilfe zumindest weiter sich fortsetzen.